Wusstest du, dass jedes zweite Kleidungsstück, welches produziert wird, weltweit nicht getragen wird? Wir gehen so nachlässig mit unseren Kleidungsstücken um und der Textilienberg auf der Welt wächst und wächst, während Länder, die diese Kleidungsstücke produzieren, heimlich still und leise vergiftet werden. Und deswegen habe ich dieses Format ins Leben gerufen. Ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, Secondhand-Kleidung zu kaufen, was es bedeutet, nachhaltige Mode zu kaufen und wie ich das gestalte. Ich habe dir wieder ein paar Outfits mitgebracht, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und das Thema Mode ist ja wirklich vielfältig. Aber wir vergessen dabei wirklich, dass der Kleiderberg auf der Erde wächst und wächst und wächst. Wir gehen so nachlässig mit unseren Kleidungsstücken um, die wir kaufen, wir tragen sie zum Teil noch nicht mal. So ist es tatsächlich so, dass jedes zweite Kleidungsstück, was produziert wird, nicht getragen wird. Und das ist aber weltweit berechnet, also nicht nur Europa, sondern weltweit. Und wir beuten halt Länder wie Indien, beuten wir halt wirklich aus zu Kosten der Erde. Dieses Land verdreckt langsam. Dieses Land verdreckt richtig heftig. Und wir müssen uns einfach viel mehr bewusst sein, was es bedeutet, ein Kleidungsstück herzustellen. Wer arbeitet da dran? Wer verdient da dran? Darf so ein Kleidungsstück 2, 3 Euro kosten? Nein, darf es nicht. Ich beziehe meine Kleidungsstücke schon lange aus dem Secondhand-Bereich, ein bisschen aus dem nachhaltigen Bereich, weil ich mir einfach sage, alles, was ich Secondhand nicht finde, kaufe ich nachhaltig. So sind manche T-Shirts von mir eben nachhaltig. Ich habe Leggings, die nachhaltig sind. Ich habe einen recycelten BH inzwischen. Und ja, so sammelt sich bei mir langsam heimlich, still und leise eben auch eine kleine nachhaltige Kollektion ein. Was ich immer so erlebe, dass meine Zuschauer oder eben auch irgendwie Freunde von mir dann denken, man muss von jetzt auf gleich alles umstellen, das geht natürlich nicht. Na, also gerade beim Secondhand ist es so, du musst halt suchen wollen. Das ist wie eine Schatzsuche. Und wenn du einen Schatz gefunden hast, bist du halt wirklich mega happy. Ihr habt mir auch schon die ein oder andere Geschichte erzählt. Und man muss halt auch mal irgendwie kapieren, dass man nicht 2, 3 Hosen braucht, sondern nur einen. Die kauft man sich nachhaltig. Oder Unterwäsche, ne? Also da gibt man halt dann wirklich ein bisschen mehr Geld aus. Was ich inzwischen mache, ist für mich immer noch komisch. Ich habe ein paar Kleidungsstücke rausgesucht wieder, die ich mir holen möchte. Und das sind, glaube ich, gerade mal eher 4 Teile und für die 4 Teile 199 € bezahlen, ist natürlich, wir sind alle ein bisschen geizig, gerade in so einer Zeit. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man sich von dem bedient, was schon auf dem Markt ist. Und wir fangen jetzt mal an mit Outfit Nummer 1. Im Outfit Nummer 1 trage ich einen schwarzen Pulli. Den habe ich von China Tricot. Das ist der, worauf die Schulter fällt. Und der ist schon 10 Jahre alt oder so, also locker. Und den liebe ich. Ich mochte die Kleidungsstücke von China Tricot echt unwahrscheinlich, weil die halt weit schneiden. Weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber sie haben es damals getan. Und da ich halt eben so ein Kandidat bin, ich habe einen Bauch und halt links und rechts so die ein oder andere Fettrolle, ist halt nun mal so. Dann sind halt so weite Kleidungsstücke schon richtig super. Sowas suche ich wieder irgendwo, finde ich es dann flohmarkttechnisch. Aber ja, er tut's noch, er tut's auf jeden Fall noch, aber es ist schon so ein bisschen ausgebleicht. Dazu trage ich Rest in Peace, meine Mavi Jeans. Die habe ich getragen gehabt zu dem Outfit. Einen Tag später hatte ich sie auch noch an und dann konnte ich quer durch meine Hose gucken, nachdem ich sie ausgezogen habe. Also sie war durch an den Oberschenkeln. Was bei mir halt eben damit zu tun hat, dass ich ein Lipödem habe und da gehen die Hosen bei mir halt unwahrscheinlich schnell kaputt. Ich habe halt meistens immer nur so 2, 3 Hosen und deswegen sind die halt schnell kaputt eben. Ich mochte sie, ich habe sie geliebt, ich mag die, die hat die Waschung gemocht, aber sie musste gehen. Outfit Nummer 2, da trage ich dieses rot-schwarz gestreifte T-Shirt, was ich mir vor kurzem gekauft habe. Und
das sitzt nicht ganz ideal und ich habe schon festgestellt, das ist ein bisschen zu kurz. Was schade ist. Also das dürfte echt ein bisschen länger sein. Ist es bei mir vom Waschen eingegangen? Weiß ich nicht hundertprozentig, ob ich da was falsch gemacht habe. Dazu trage ich, und das ist die Kombination, die ich zurzeit echt liebe, also Lieblingsoutfit, die Marie Jeans mit Loch. Und die habe ich aber so hochgekrempelt und dazu trage ich meine roten Chucks. Die habe ich mal von meinen Freunden gekriegt. Die sind so alt, dass sich das Plastik von diesen Chucks vorne total verfärbt hat. Das ist noch nicht mal mehr ansatzweise mehr weiß. Das ist richtig gelb schon. Kommt halt von der Sonne. Die Schuhe, die sind schon so super alt, aber halten halt immer noch. Im Outfit Nummer 3 trage ich ein China-Trikot-Oberteil wieder. Das ist dieses Glitzerne. Oder das glitzert so ganz ist langsam auch schon durch. Schade. Dazu musst du immer was anziehen, was irgendwie schwarz ist, also irgendwie ein Unterhemd oder so, weil es ist nicht ganz blickdicht, muss ich sagen. Also nicht mehr so ganz. Inzwischen ist es auch inzwischen ein bisschen dünner geworden. Auch hierzu trage ich wieder die Mavi Jeans mit Loch. Die passt natürlich nicht überall rein und mir passt sie auch nicht zu 100%. Zum einen ist sie oben ein bisschen zu groß, zum anderen sitzt das Loch nicht exakt am Knie. Das ist halt immer so ein Problem, weil ich so ein Zwerg bin. Aber passt schon. Und dazu trage ich meine Athletics-Schuhe. Das ist zum Beispiel auch eine nachhaltige Marke. Die produzieren in Indien. Die haben ein Projekt, wo alles Fairtrade produziert wird, wo die Mitarbeiter entsprechend bezahlt werden, gerade durch eine Foundation. Und dazu habe ich mal ein extra Video gemacht, musst du mal gucken, auf meinem Kanal. Da habe ich die Chucks mit den Athletics verglichen. So lange habe ich die jetzt auch schon. Aber so langsam fallen die echt auseinander, weil ich die echt lieb und viel trage auch. Im Outfit Nummer 4 trage ich mein Cokey-Oberteil. Und das ist so übergangsmäßig mal gut, mal nicht gut. Also es ist nicht hundertprozentig gut und ich verstehe denjenigen, der es weggetan hat. Es besteht zur Hälfte aus Hemd und zur anderen Hälfte aus Pulli. Also dir wird sehr schnell irgendwie zu warm in dem Ding. Aber irgendwie durch die Hälfte Hemd ist es halt nicht zu warm. Also man weiß nie so hundertprozentig, wann man es anziehen soll. Ich mag das Ding aber echt gerne. Und von Coco hätte ich mir früher nie was gekauft. Wäre mir zu teuer gewesen. Das ist halt auch so ein Ding. Wenn du Secondhand einkaufst, du verlierst so den Zusammenhang von Marke und Kleidungsstück. Du findest nur noch. Und wenn du dann so Sachen findest, dann freust du dich umso mehr. Und dazu trage ich meine Mavi Jeans wieder mit Loch. Die ist relativ oft zum Einsatz gekommen. Und dazu meine weiß-schwarzen Pumas. Ja, die sind aus Leder, die sind nicht vegan. Ich mache bei Secondhand-Sachen mache ich da wirklich eine Ausnahme. Muss natürlich auch nicht sein, dass ich irgendwie 20 Paar Schuhe mir hole. Das auch nicht. Aber so ein festes Paar Schuhe ist schon nicht schlecht. Ich sehe gerade, das war so eine Kollektion an Kleidungsstücken, die ich dieses Mal zusammengestellt habe, wo viel Tina Tricot dabei ist. Jetzt nämlich wieder. Wie gesagt, ich habe das geliebt. Ich habe da dreimal bestellt oder so. Und die Kleidungsstücke, ich mochte fast alle. Also ich habe zwei Sachen habe ich weggegeben, aber den Rest trage ich jetzt heute immer noch. Ne? Also so gut sitzen die auf jeden Fall. Und ein Shirt ist halt auch schon kaputt gegangen. Also, Outfit Nummer 5. Ein graues, langes China-Trikot-Oberteil. Und das ist übel. Dieser Stoff ist, der treibt mich zum Wahnsinn. Weil der zieht Schmutzflecken an. Das hast du einen Tag an und dann ist dieses verdammte Shirt dreckig. Und vor allem, wenn du nur irgendwie ein Salat isst oder so und du sprühst Fett auf dein T-Shirt, was ja mal passiert, das läuft sofort so auseinander. Du siehst den Fleck sofort. Vor allem kriegst du ihn auch nicht mehr richtig raus. Dieses Shirt muss zweimal immer gewaschen werden. Das bringt mich zum Wahnsinn. Ich würde das gerne häufiger tragen, aber es geht halt nicht. Und darüber trage ich eine China-Trikot-Strickjacke. Das ist eine lange Strickjacke, so eine bräunliche. Die habe ich auch schon mega lang. Die habt ihr schon im einen oder anderen Outfit gesehen. Dazu meine schwarze Leggings von Tok Tok. Die habe ich mir einfach mal gegönnt und mal gemerkt, als ich die erste mir geholt habe,
was das eigentlich für eine Qualität ist und was für ein Scheiß ich davor getragen habe. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dazu trage ich meine H&M Chelseas, die mit dem Blockabsatz, mit denen kann ich zwar nicht Auto fahren, aber das passt schon. Passt halt super zum Outfit und das Outfit habe ich echt mega gerne getragen wieder. Also die Zusammenstellung ist halt wirklich so eine bequeme Zusammenstellung auch. Im nächsten Outfit trage ich einen Fliederpulli, den habe ich jetzt auch schon öfters angehabt. Das ist tatsächlich ein Michalski-Pulli. Für Tibor zwar, aber es ist von Michalski. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo so Designer was für so Ketten gemacht haben und so. Und den habe ich jetzt echt auch schon mega lange. Habe ich auch auf dem Flohmarkt gekauft für ein paar Euro. Und der hat sich halt wirklich gelohnt. Das ist normalerweise jetzt eine Yoga-Kollektion, war das, glaube ich. Aber ich trage den halt immer so, weil er halt für mich lang genug ist. Und dazu trage ich mir nur eine schwarze Leggings. Die sind halt einfach mega bequem und ich habe es halt dieses Mal einfach auch wieder gemerkt, als ich die Outfits euch aufgenommen habe, wie geschickt so eine Leggings einfach ist. Klar, man kann nichts in die Hosentaschen packen, das ist natürlich so ein kleiner Nachteil, aber ansonsten fühlt man sich einfach rundherum wohl. Und dazu trage ich meine hellen Spitzen Chelseas. Die haben einfach wunderbar zur Kombination gepasst. Hat mir echt gut gefallen. Und ja, das ist mein Outfit Nummer 6. Im Outfit Nummer 7 trage ich mein schwarzes H&M-Kleid. Das habe ich aus dem Rotkreuzladen für 2 Euro oder 3 Euro. Also nicht viel. Bloß dieses Kleid möchte mit der Hand gewaschen werden. Einmal habe ich es mal so gewaschen. Das hat geflust, dieses Scheißkleid. Ja, also das ist so eine Synthetikfaser. Und wenn du die halt nicht entsprechend mit der Handwäsche wäschst, also vorsichtig, dann, oh, das ist Katastrophe. Echt richtig Katastrophe. Das darf man echt nicht machen. Deine ganze Kleidung ist hinterher mit so schwarzen Flusen. Also geht gar nicht. Habe ich nur einmal ausprobiert und dann nie wieder. Seitdem wasche ich es immer mit der Hand. Und auch dazu trage ich natürlich wieder meine schwarze Leggings, weil es so wunderbar passt. Und dazu trage ich eben jetzt meine H&M Chelsea Boots, die etwas dickeren. Ich glaube, das war so zum letzten Mal, dass ich die dickeren getragen habe, weil jetzt wird es halt einfach mal wärmer. Ich brauche unbedingt noch Chelsea Boots schwarze, die halt eben nicht gefüttert sind, die man dann auch bei ein bisschen wärmeren Tagen tragen kann. So, letztes Outfit. Ich kann mein Buch weglegen. Wir sind bei heute gelandet. Und heute trage ich einen Monkey Hoodie. Den mag ich halt, weil er halt echt besonders ist. Ne? Also, der ist nicht nur einfarbig, das sind nicht nur Streifen drauf oder so, da sind Blümchen drauf. Und das ist so ein Muster, was ich normalerweise gar nicht trage. Und allgegenwärtig ist der auch so ein bisschen das Rot, finde ich. Dazu trage ich ein What About Tea T-Shirt. Da habe ich mir mal so ein Doppelpack gekauft. Da nehme ich meistens immer die einfarbigen. Die sind halt super geschickt. Wenn die ein bisschen länger getragen werden, dann leiern die auch so ein bisschen aus. Kann ich euch als Tipp mit an die Hand geben. Das ist aber so ein T-Shirt, was halt wirklich schmal sitzt. Also es ist nicht hundertprozentig geeignet für meine Wenigkeit. Passt aber trotzdem. Dazu trage ich eine Hose, die ich auf dem Flohmarkt für 1 Euro gekauft habe. Meine Freeman T. Porter Jeans. Die ist halt wirklich, die liebe ich. Die ist von der Waschung her einfach perfekt. Die sitzt perfekt. 1 Euro, da kann ich halt echt nichts sagen. Wo ich die gekauft habe, hat die Frau gemeint, wenn sie nicht passt, geben sie sie einfach weg. 1 Euro ist echt. Die wollt ihre Sachen einfach los haben, hast du gemerkt. Das ist schon mal das Allerbeste. Und auch hier trage ich wieder meine spitzen Chelsea Boots. Die hellen. Die habe ich auch für ganz wenig Geld mal geschossen. Und so merkt man halt einfach, gerade wenn man im Secondhand-Bereich einkauft, man handelt nachhaltig und man kauft eben günstig ein. Also man braucht H&M nicht. Und man entwickelt seinen eigenen Stil. Man ist nicht abgelenkt von diesen ganzen Kleiderpuppen und von diesen ganzen Modeheftchen und dies und das. Nein, man beschäftigt sich mit sich selber und probiert so ein bisschen rum. Und ich scheine tatsächlich so meinen Stil gefunden zu haben. Ich liebe es halt total, so rumzulaufen. Und ich glaube, das entspricht mir auch. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten.
gib diesem Video, falls es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!